So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go bzw. Raid am Mittwoch. Es ist wieder soweit, Mittwoch, und wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst aus unserer Community. Community? Und am Ende wartet natürlich wieder der Schocker der Woche auf euch. Und es ist überhaupt nicht aufgefallen, glaube ich, dass ich letzte Woche ganz vergessen habe, mein Hemd anzuziehen. Das wollte ich immer so als Tradition einführen, dass ich immer mein blaues Hemd anhabe mit dem Dildo King T-Shirt hier von MC Ramses Bruder. Ja, schizophren und so. Aber letzte Woche wurde es wieder zwischen Tür und Angel gedreht. Das war alles sehr eilig und da hatte ich gar keine Zeit. Habe dann einfach was Weißes angehabt. Mir ist es erst dann, als ich es hochgeladen habe, aufgefallen, dass ich mein Hemd ja gar nicht anhabe. Aber das ist niemand sonst aufgefallen. Erst als man darauf hingewiesen hat. Ist also nicht so wichtig. Ich könnte also auch in BH hier stehen. Oder nackt. Das würde total nichts ändern an der ganzen Sache. Aber wir legen jetzt natürlich los mit den Highlights der Woche. Genau. Und die Woche hat angefangen, das muss ich so sagen, das ist natürlich schon länger her, aber die Woche hat angefangen mit einem Shiny Alola Knogger. Das habe ich endlich bekommen, habe es dann auch umbenannt gleich in Schocker, weil ich so schockiert war, dass das aus dem Raid geschlüpft ist. Habe ich jetzt auch in meiner Sammlung. Richtig coole Aktion natürlich. Dann ging es los, Kyogre und Groudon sind in die Raids gekommen, das Höhen-Event ist gestartet. Heute wird es sehr viele Sachen aus dem Höhen-Event geben. Der Philippone hat uns hier gezeigt. Boom! Headshot, ein 98%iges Kyogre bekommen. Glückwunsch dafür. Natürlich nicht über 4000, nur bis 3900, weil der ist noch nicht Level 40, aber da kommen wir auch noch hin. Sehr gute Sache, würde ich natürlich sofort maxen, hochziehen, bis zum geht nicht mehr. Richtig krasses Pokémon. Kyogre und Groudon in meinen Augen immer noch die besten Fünfer, die es bis je gegeben, die es bis jetzt gegeben hat. Besser als Heatran, besser als Cresselia, besser als alles andere einfach. Selbst Arctos, Zapdos, Lavados, da kann nichts mithalten. Groudon und Kyogre sind einfach zwei dicke Biester, zwei, ja, die dicken einfach. Die muss man sich geben, die muss man fangen. Deswegen habe ich momentan auch extra viele Raids gemacht. Und weil es natürlich beide auch als Shiny gibt, da ist nochmal mehr Anreiz da. Wenn dann wieder was anderes kommt, wie das Seen-Trio oder was ganz anderes, das ist bestimmt wieder richtiger Crap. Da macht man seinen täglichen Pass und hat seine Ruhe. Aber egal, wir wollen nur von den Highlights reden. Die Linzira hat zum Beispiel noch ein 96er Groudon bekommen. Der Brain zeigt uns hier, Pokémon ist nicht mehr jugendfrei, denn hat der Spieler einfach mal ein Schmerbe, zwischen den Beinen. Sieht ein bisschen pervers aus. Kann man so lassen, macht man schnell wieder weg. Und der Bockwurst King hat uns gezeigt, Lucky Absol, was mir auch noch fehlt als Lucky. Ich sammle ja natürlich auch Lucky Pokémon, Absol habe ich noch nicht. Der Leosai hat einen Shiny Zickzacks bekommen. Den Nebels wollte ich mal mit reinnehmen, der war so traurig, dass ich letztens seine Fotos nicht verwendet habe. Der hat einen Riolu gebrütet mit 81%, ein Mamfaxo mit 87%. Und ein Mantirps mit 91%, ausgezeichnete IV. Glückwunsch also dafür erstmal. Linzira zeigt uns dann, ich tausche eben gerne, kommt immer mal was Gutes bei rum, hat durchs Tauschen ein 100% Knilz erhalten, was man ja jetzt entwickeln sollte während des Events, damit Karpilz eben diese besondere Attacke bekommt, mit der es einfach richtig heftig wird. Dann habe ich selbst auch erst mein erstes Shiny Groudon bekommen. WP sieht man leider nicht, kann ich auch nicht draufdrücken, ist ja jetzt ein Screenshot. Und, wie so oft, auf zwei Handys gleichzeitig ein Shiny Kyogre bekommen. Was ich auch sehr cool finde, ich finde auch das Bild sieht wunderschön aus. Das war beim Schwimmbad oben, das habe ich dann da einfach in die Pflanzen reingelegt und abfotografiert. Das eine ist gerade hochgegangen und greift an, das andere wartet noch auf den Ball, der ihm ins Gesicht fliegt. Aber das Bild fand ich sehr cool, habe ich mit reingenommen. El Woppy zeigt uns, er hat einen Shiny Fiffian bekommen, ein Shiny Schwalbini, was mir zum Beispiel noch fehlt, habe ich noch keins bekommen. Dann, ja, ist das nächste Groudon oder dasselbe? Vielleicht ist das ja zweimal drin, weil ich nicht ordentlich aussortiert habe. Aber da gab es einige Shiny Groudon natürlich. Der Horst of Death hat auch ein bisschen getauscht, hat jetzt ein Glücks-Giratina bekommen,
Was ich auch noch nicht habe, fehlt auch noch in meiner Glückssammlung, wenigstens mit 15 Angriff. Richtig gute Sache. Der Poketechno hat ein Zapdos bekommen aus der Feldforschung, bei dem Feldforschungsdurchbruch als Shiny und mit 91% 15 Angriff. Das hat er auch ein bisschen hochgezogen. Der Lukas zeigt uns Sindus und hat ein 100% Zickzacks bekommen. Aber warum nicht? Das ist doch süß. Guck doch mal die Augen an. Guck hin, guck die Augen. Das ist doch genial. So muss das aussehen. Dann hat er noch ein Shiny Zwirllicht bekommen mit goldener Beere. Ja, da gab es eine riesen Diskussion über die goldene Beere. Aber wilde Shinies können natürlich fliehen. Das ist nicht wie bei den Raids. Und ein Shiny Schwalbini hat er auch noch hinterher bekommen. Aber die Krönung des Ganzen war natürlich sein 98%iges Shiny Kyogre. Leider nicht mit 15 Angriff. Wird trotzdem hochgezogen und gemaxt. Hoffe ich natürlich. Kommt auf 4101. Richtiger Brummer. Die Ditch aus Thema hat uns ein wettergeboostetes Groudon gezeigt mit 100%. Auch richtig coole Sache. 4115. Die Werte von den beiden sind natürlich gleich, von Kyogre und Groudon. Das hätte ich auch gern. Hab leider kein 100er, weder von Kyogre noch von Groudon. Der Sick hat ein 98%iges Magby gebrütet. Auch coole Sache natürlich. Wird ein krasses Magbrand. Dann bin ich mit Theo aufgestiegen zu besten Freunden. Da gab es wieder 200.000 Erfahrungspunkte. Der René räumt den Magen auf. Und auch die Pokebox mal wieder hat ein 100%iges Flummel gefunden auf Level 28. Da habe ich, glaube ich, auch noch keinen 100er. Flummel, das muss man auch haben. 100% Bohr. Und ja, mittlerweile habe ich jetzt auch ein Knilz bekommen. Ein 100%iges mit richtig guten Level sogar. Da hat mich der Bob dann aber überrascht. Der war einfach über Nacht in meinem Account und hat das gefangen und hat mich geweckt frühs und gesagt, yo, schau mal in deinen Account, ich hab dir da was gefangen. Der hat das nämlich bei sich gefunden, hat das einfach eingetütet, hat sich dann umgemeldet und hat das für mich auch gefangen. Richtiger Ehrenmann, 100% Bob, und das sieht auch aus wie Bob, ne? Seht's euch an, der Bob. Richtig coole Sache. Hab ich natürlich gleich, ne, hab ich nicht entwickelt. Ach, das lasse ich bestimmt so. Scheiß mal auf die Attacke, Hauptsache Bob. Dann habe ich auch einen, da waren wir schon beim Barschwartag, glaube ich. Auch ein, nein, kein 100% Zickzacks bekommen, aber ein Shiny Zickzacks zumindest, was eigentlich richtig cool aussieht, im Gegensatz zu diesem Grauton. Jetzt muss ich kurz mal gucken, ich habe schon gedacht, ich nehme gar nicht auf. Im Gegensatz zu diesem Grauton sieht das natürlich gut aus, dieses bräunliche. Und am Barschwartag gab es auch wieder mal einen Groudon Ray, den ich gemacht habe. Wie ihr seht, Shiny Tablet hat wieder zugeschlagen. Habe ich mit 3 Accounts gespielt, auf 2 gleich einen Shiny bekommen. Auch richtig coole Sache, da sieht man es nochmal ein bisschen näher. Da steht das Tablet wieder auf der Mauer und da hat es geschneit. Also auch richtig schönes Bild, auch wenn das andere mit dem Grünzeug besser war. Der Hoffi hat ein 100% Schwalbini bekommen auf Level 32. Der Jakob hat noch ein wettergeboostetes Groudon in Shiny bekommen, auch Glückwunsch dafür. Der Mitzenmann zeigt uns, bei mir hat es nur dazu gereicht. Der hat zwar keinen Shiny Barschwar bekommen, aber ein Shiny Zickzacks, auch richtig cool. Pupsi, bei mir hat es zwar mit einem Shiny geklappt, aber ich fand den C-Day generell nicht so berauschend. Da gefällt mir, mehr lesen geht jetzt nicht. Aber ja, das ist nicht so gut angekommen allgemein in der Gemeinde, denke ich mal. Aber die Leute, die einen Barschwab bekommen haben, finden das natürlich trotzdem cool. Aber die normalen Community Days, finde ich auch, waren einfach besser, waren schöner. Sie also auch einen Shiny Barschwab bekommen. Der Lukas wieder mit einem Shiny Weilmar, wo er schon eine Beere drauf gefüttert hat und alles irgendwie immer so lila und rosa gehalten. Der Leosai hat ein bisschen getauscht und hat jetzt ein Lucky Mewtwo bekommen mit 96%. Leider auch keine 15 Angriff, aber trotzdem push it to the limit. Bitteschön, wenn du die Bonbons hast und den Staub natürlich, würde ich das sofort machen. Richtig gute Sache. Dann habe ich natürlich auch ein Barschwab bekommen, aber leider nicht auf dem Scharf, sondern auf dem Mild und auf dem Soft-Account. Hab mir die dann ja rübergegeben, hab noch ein Shiny Stolunion mitgenommen am Barschwartag, was da rumgesessen hat. Hab dann da noch ein Shiny Groudon bekommen mit 2322. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und ein 100%iges war auch dabei. 117 hatte es ja, wenn es aus der Feldforschung kam und ein 100er war.
Aber Vorsicht, ihr könnt auch ein 98%iges bekommen haben, eben auch mit 117 WP. Da musste man aufpassen. Aber gute Sache, also zwei Shinies bekommen und ein 100er. Dann wollte ich mir, als ich mir die Shinies natürlich rübergetauscht habe, ist eins davon auch glücklich geworden. So kann ich mir also auch schon den Glücks-Pokédex erweitern mit Barschwa und Milotic. Dass die beide als glücklich dann eingetragen sind, deswegen laufe ich momentan auch ein bisschen damit rum. Der Hoffi hat ein 98%iges bekommen und da seht ihr genau, was ich meine, denn das hat auch 117 WP, genau wie das 100er, ist aber nur ein 98er, also 117 kann beides sein. Da müsst ihr mal die Sätze durchdrücken, dann wisst ihr das ganz genau. Dann hat der Hoffi auch ein Zickzacks bekommen. Ich bin aufgestiegen dann mit Engelchen 11 auf beste Freunde, da gab es wieder 200.000 Erfahrungspunkte. Der Quede hat ein Zwirrlicht eingetütet in Shiny. Der Horst of Death hat das stärkste Schwalbini der Welt gefunden auf Level 8 mit 0%, 0 Angriff, 0 Verteidigung, 0 KP. Mal wieder ein Nulli. Sehr cool auf jeden Fall, würde ich natürlich aufheben und so lassen. Dann hatte ich eine weitere Gen 4 Entwicklung, da habe ich meinen Zwirrfinst entwickelt und gemaxt auf Level 40 mit 100%, hat 2388. Da müssen wir das zuerst mal gucken, denn das fand ich auch cool, habe ich auf Facebook gesehen, da gab es so eine Werbung von Kaufland. Schnapp sie dir alle, wie bei Pokémon. Und da geht es um Ziegenkäse. Schaf- und Ziegenkäse haben die da im Angebot, Pikandu, und haben da das einfach so mit dem Pikachu-Ohren und dem Pikachu-Schwanz im Hintergrund gemacht und oben Pika Pikandu, schnapp sie dir alle. Man haben das gemischt, diesen blöden Ziegenkäse in der Werbung mit Pokémon-Elementen, um da aufmerksam zu machen. Und die Kommentare fand ich auch göttlich, dass da Leute dann drauf reagiert haben mit irgendwelchen Bildern. Wenn Kaufland dich als Maskottchen für Käsewerbung missbraucht und das Pikachu, wie erschrocken es natürlich schaut, weil es misshandelt wird. Dann seht ihr hier mal ein besonderes Kyogre, was eigentlich ein Weimar ist, aber angemalt mit roten Farben, aussieht wie Kyogre. Richtig genial. Mit 802 WP, das ist wohl das mickrigste Kyogre, was man je gesehen hat. Der Mikfu hat auch einen Shiny Barschwa bekommen auf dem kleinen Account mit 91%. Die Ditch hat ein 100%iges auch bekommen, aus der Forschung leider kein Shiny, aber ein 100er auch mit 117. Der Horst of Death genauso mit 117 ein 100%iges bekommen, also da ging es richtig ab. Der linke Networks zeigt uns das beste Groudon der Welt, was nämlich genau 10, 10, 10 als Werte hat und damit 66,7% erreicht. Und niedriger geht es nicht, das ist das Niedrigste, was ihr aus einem Raid bekommen könnt. Das würde auf Level 40 auch nicht mal die 4000er Marke knacken. Schade, würde ich natürlich sofort hochziehen und maxen. Dann ein Bild vom Lukas, easy, 9 von 500 Eiern und das seht ihr oben rechts, wenn ihr da schaut. Er hat jetzt 9 von 500 Eiern und das wäre ja richtig heftig, wenn ihr 500 Eier gleichzeitig reinpacken könnt und schlüpfen lassen könnt und macht da ein Sternstück an. Ich glaube, das Sternstück ist schon aus und die Eier sind noch nicht mal geschlüpft. Aber gut, das zählt ja eh schon in dem Moment, wo sie eigentlich auf sind und die Animation kommt nur noch hinterher. Der Hornswoggle hat auch einen Shiny Zickzacks bekommen. Hat das dann auch gleich entwickelt, wie man hier sieht, zu Geradax, hat insgesamt bis jetzt also 3 Shiny Groudon mitgenommen. Ich glaube, mittlerweile hat er auch schon ein 4. Da seht ihr noch die Sachen vom Kanimani-Tag. Da hat er wohl nur 2 Stück bekommen. 14 Groudon gemacht, 11 gefangen, 4 Shinies bekommen, 1 hat Mama bekommen. Achso, gut, er hat es da schon gehabt und hat es dann rübergetauscht. Dann habe ich eine weitere Gen 4 Entwicklung gemacht und zwar das Magbrand habe ich entwickelt, auch gemaxt auf Level 40 mit 100% und Schlauchbootlippen bzw. Bockwurstlippen. Sieht immer noch lustig aus, habt ihr auch einen Magbrand, schreibt es mal rein. Dann ist mir noch ein Mantirps gebrütet mit 93%, das habe ich noch mit reingenommen. Hier, denkt mal die Nummer oben weg. Habe ich noch gesehen in der WhatsApp-Gruppe. Fand ich natürlich cool, ein Shiny Kyogre getauscht und es ist Lucky geworden. Und Kyogre fehlt mir auch als Lucky-Eintrag und so ein Shiny mit Lucky-Hintergrund sieht eigentlich ganz cool aus. Da passt es sogar, nicht so wie bei Wingull, wo ich mich ja 10 Stunden drüber aufgeregt habe. Der Leosai hat heute früh noch ein Luderstein-Raid gemacht und hat ein 98%iges bekommen. Glückwunsch auch dafür. Und eben kurz bevor ich die Folge aufgenommen habe, war am Dino noch ein Raid. Da sind wir noch hin mit
Brian und mit Lukas. Und der Brian hat ein 100%iges gehabt. Hat das dann, er hatte 12 Bälle, also noch 8 Bälle hatte, hat das dann abgegeben, hat mir das Handy gegeben. Ich habe mit dem dritten Ball, habe ich es dann, glaube ich, gefangen. 100% Crowdon, 4115. Bin ich neidisch, muss ich zugeben. Hätte ich auch gern, habe leider keins bekommen. Ich glaube, mein höchstes ist ein 98er oder 96er und die sind sogar noch vom ersten Mal, als Crowdon jemals da war, in der jetzigen Welle noch nichts richtig krasses, gutes bekommen. Aber Glückwunsch an Brian natürlich, das macht uns ja alle irgendwo ein bisschen stärker. Und dann habe ich ihm noch gepostet, passend zum 100er Crowdon von Brian, das 100er Kyokre, auch mit 23,51, 100%, kommt genau auf 4115, genau wie das Crowdon. Habe ich auch gefangen, ist aber wieder nicht meins. Und das gehört jemandem, der weiß bestimmt nicht mal davon, dass er das überhaupt hat, weil ich für den mal den täglichen Raid Pass weggemacht habe die letzten Tage. Und da ist das einfach drin gewesen und ist ein 100er und der weiß bestimmt nicht mal, dass es ein 100er ist. Und wenn das nächste Mal bei Pokémon reingeht und sieht das, denkt er sich, naja, ich habe ja jetzt 10 Kyokre, ich brauche ja nur 9, schmeiße ich mal das letzte weg. Und dann wirft er das 100er bestimmt einfach fort, weil er gar nicht weiß, dass es ein 100er ist. Nein, aber jetzt mal wieder ernsthaft. Das war's von hier. Jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche ist hier, ist ein Shiny Barschwarm mit 100%. Ist jetzt vielleicht nicht so krass, würden manche sagen, weil so viele 100er sind rausgegangen und dass dabei ein oder anderen mal ein 100er Shiny dabei sein konnte, ist natürlich klar. Ja, das gleiche gilt aber auch für Kyokre oder für Groudon natürlich. Da gehen auch so viele raus, wo auch 100er verteilt werden und wo auch ein 100er ein Shiny sein kann. Aber ich fand, ich selber auf meinem großen Account habe ja gar keinen Barschwarm bekommen, nur auf dem zweiten Account musste mir das rübertauschen. Viele haben gar keinen Shiny bekommen, finde ich echt selten, seltener jetzt auch als Groudon und als Kyokre, vor allem weil man Kyokre ja schon mal als Shiny bekommen konnte. Deswegen finde ich das richtig heftig, ein 100% Shiny Barschwarm, das war der Jackpot wohl. Das habe ich hier mal gezeigt, denn derjenige hat nicht nur ein 100% Shiny Barschwar, der hat auch ein normales 100%iges Barschwar auch bekommen an dem Tag und hat sogar schon ein 100% Milotic entwickelt und hochgezogen, deswegen doppelt verdient. Ich habe nämlich zwei Leute, glaube ich, gesehen mit einem 100%igen Shiny, habe aber ihn jetzt mit reingenommen, weil er eben auch noch das normale 100er hat und schon ein 100er Milotic, also da ist alles voll. Jetzt braucht er noch ein zweites 100%iges Barschwar, schillernd Wasser dann zum 100% schillernden Milotic entwickelt und das Ganze kommt von Marcel Schwede und da sage ich auch nur, alter Schwede, hat der ein Mehl, die beiden 100er heute bekommen. Ja, das war's auch jetzt von uns und von mir und von euch und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.